Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2016. Wir sind heute beim 7. Rennen der 5. Saison und zwar beim Großen Preis von Kanada in Montreal. Und wir beginnen die Folge wie eigentlich immer mit Chris, der uns hier unser Upgrade für das Chassisgewicht vorbeibringt, was wir uns ja beim letzten Mal am Ende des Rennens in Monaco geholt haben. Das wird das Chassis um 4 Kilo leichter machen, wie ihr sehen könnt. Das sollte uns ein bisschen helfen hier auf dieser Strecke. Ich hätte gerne ein Motor-Upgrade gehabt, muss ich sagen, für Kanada. Das wäre, denke ich, das Sinnvollste gewesen. Aber das konnten wir uns beim letzten Mal leider nicht ganz leisten. Bei der Performance der Fahrzeuge bleiben wir nach wie vor auf dem 5. Rang, dort wo wir auch vor diesem Upgrade waren, aber wir sind sehr nah dran an Red Bull und auch an Renault, also die beiden könnten wir dann mit dem nächsten Upgrade schon überholen, was natürlich ziemlich cool ist. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt in unsere schnellste Runde in Q1. Das Training habe ich einfach mal weggelassen, weil ich lese immer wieder in den Kommentaren, dass die Leute das eh überspringen, von daher braucht man es auch gar nicht ins Video reinmachen, wenn sich es eh nur wenige anschauen. Und ich meine, so interessant ist das Training nicht, das ist immer das gleiche. Und ja, von daher kommen wir direkt zum interessanten Teil. Und zwar, wie gesagt, unserer schnellsten Runde in Q1. Und das, ich wusste schon, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, hier aus Q1 rauszukommen. Die Runde war auch nicht so überragend, wie ihr sehen konntet. Es waren hier und da so ein paar kleine Fehlerchen drin. Aber es ist nur Q1 und aus dem Training kann ich sagen, dass unser Auto hier sehr, sehr gut funktioniert hat auf dieser Strecke, sag ich mal. Also ich mache mir schon Hoffnung, dass wir hier ein gutes Ergebnis einfahren können. Und das müssen wir auch, wenn wir noch eine Chance auf die Fahrer-WM haben wollen. Am Ende von Q1 brachte uns diese Runde nur auf den 16. Platz. Also es war nochmal ein bisschen sehr, sehr knapp. Aber ihr seht auch, wie unfassbar eng das ganze Feld beieinander ist. Wir sind nur eine Sekunde hinter dem Führenden und wir waren auf dem 16. Platz. Also es kann wirklich ein Mini-Fehler darüber entscheiden, ob man irgendwie auf einer bestimmten Position startet oder halt irgendwie 5 Plätze weiter hinten, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es wird sehr, sehr wichtig sein, später in den weiteren Sessions, wie jetzt hier zum Beispiel in Q2 oder dann auch, falls wir es in Q3 schaffen sollten, in Q3. Da muss man wirklich eine perfekte Runde hinlegen. Ansonsten, verliert man ganz viele Positionen nur durch einen kleinen Fehler, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, wir brauchen hier eine sehr, sehr gute Runde. Wir kommen jetzt durch die letzte Schikane hier auf unserer schnellsten Runde in Q2. Die war deutlich besser als vorhin unsere Runde in Q1. Es ist eine 1.11.6, wie ihr sehen könnt. Eine 1.11 ist richtig krass hier in Kanada. Also da sieht man auch langsam die ganzen Upgrades, wie die Zeiten schneller machen. Der Führende, also der Erstplatzierte, Nico Rosberg, hat sogar eine 1.10 gefahren. Also das ist echt krass, wie schnell die Zeiten mittlerweile geworden sind. Und ihr seht, wir sind weitergekommen in Q3, relativ locker auf dem 8. Platz. Ausgeschieden sind allerdings beide McLarens, Fernando Alonso und Jenson Button. Also das ist das, was ich gemeint habe. Ein kleiner Fehler kann reichen und man ist draußen. Diesmal hat es die beiden mal erwischt, was natürlich ziemlich gut ist, weil momentan dominieren die diese Saison komplett. Also die haben bisher die allermeisten Rennen gewonnen, denke ich mal, außer vielleicht das letzte, wo wir ja gewonnen haben. Aber sonst denke ich, dass die vielleicht alle gewonnen haben, außer dem letzten eben. Also es ist wichtig, dass die langsam mal ein bisschen verkacken und wir auf die aufholen. Und das ist schon mal ein guter Anfang. Also mal sehen, was die dann im Rennen so raushauen können. Wir sind jetzt auch schon mittlerweile am Ende unserer Runde hier in Q3. Nochmal richtig hart über die Schikane. Hater würden sagen, das war abgekürzt, aber das Spiel hat uns nichts angezeigt. Wir kommen über die Linie. Was fahren wir für eine Zeit? Eine 1.11.2, also mit Abstand das schnellste am ganzen Wochenende. Das hat mich richtig gefreut, dass wir in Q3 die beste Zeit des Wochenendes bisher gefahren sind. Und die brachte uns am Ende auf den 4. Platz, wie ihr sehen könnt. Also damit war ich mehr als zufrieden. Wir waren nur 3/10 hinter Lewis Hamilton. War das Hamilton? Nee, Verstappen. Der hier auf der Pole steht. Also das ist gar nicht mal so viel. Aber auch hier in Q3 konntet ihr gerade sehen, wie unfassbar eng alles beieinander ist. Also das wird im Rennen gleich auch, denke ich, richtig spannend. Wir werden richtig viele Battles haben, hoffentlich zumindest. Und ich glaube auch, es soll am Anfang des Rennens regnen. Also mal sehen, wie das dann so wird. Hier seht ihr noch die Ressourcenpunkte. Wir bekommen 112 jetzt insgesamt dazu. Haben schon fast 700 wieder. So, mal sehen. Vielleicht können wir uns dann beim nächsten Mal in, ich glaube, Baku wieder ein Upgrade holen. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig. In der Rivalität könnten wir jetzt eventuell schon gewonnen haben. Nee, noch nicht ganz, aber das ist so gut wie gewonnen. Uns fehlt nur noch ein Punkt und Magnussen noch über 10 Punkte. Also das werden wir nach diesem Rennen dann sicher gewonnen haben. In der Fahrerposition bleiben wir ganz vorne. Und ich würde auch sagen, ohne weiter drumherum zu labern, gehen wir direkt an den Start hier beim Großen Preis von Kanada. Mal sehen. Ich hoffe, dass wir wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren können. Wie schon beim letzten Mal. Vielleicht ein Podium. Das wäre natürlich das Perfekte. Und hoffentlich verkacken die beiden McLarens auch ein bisschen, die ja etwas weiter hinten starten. Mal sehen. Legen wir los. Und ich würde sagen, erstmal werfen wir einen Blick auf die Rennstrategie. Das ist eine Einstopp. Wie ihr seht, haben wir auch Intermediates-Bedingungen jetzt am Anfang des Rennens. Das habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Also, mal sehen. Wenn es nass bleiben sollte, dann ist es eine Einstopp. Aber ich glaube nicht. Ich denke, es wird auf jeden Fall im Verlauf des Rennens nochmal trocken. Aber auch dann sollte es theoretisch eine Einstopp-Strategie sein, weil der Reifenverschleiß ist auf der Strecke nicht so hoch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt an den Start hier beim Großen Preis von Kanada und mal sehen, was wir so reißen können. Ich hoffe, dass wir direkt am Start ein paar Plätze gut machen können. Das wäre sehr, sehr cool. Da sind die 5 roten Lichter und es geht los. Zum 7. Mal
in dieser fünften Saison. Verstappen da vorne von der Pole ist sehr, sehr schlecht weggekommen. Hamilton hat ihn schon direkt überholt und übernimmt hier die Führung. Mal sehen, Rosberg war da innen so ein bisschen blockiert wegen Verstappen. Alter, Verstappen hat den schlechtesten Start seines Lebens. Leider konnten wir noch keine Plätze gut machen. Aber eventuell jetzt gleich innen vorbei an Nico Rosberg. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, das war genau der Start, den ich mir erhofft habe. Mehr oder weniger, wir haben einen Platz gut gemacht und sind jetzt schon auf dem Podium. Und wir kommen sogar ganz gut an Max Verstappen ran. Das hätte es allerdings gerade gewesen sein können, wenn wir da in die Wand geballert wären. Ja, der Red Bull ist auch gar nicht so viel stärker als unser Auto. Also das ist hier keine Ausrede. Mal sehen, wenn wir ihn direkt überholen könnten, dann wäre das sehr, sehr gut. Weil meistens ist es so, dass die KI im Regen nicht so stark ist. Und wenn es dann abtrocknet, werden sie wahrscheinlich ein bisschen schneller sein. Von daher, wie gesagt, müssen wir jetzt jede Position irgendwie gut machen, die wir gut machen können, solange es noch nass ist. Oh, und Verstappen hat ein Problem mit seinem Auto, hat unser Ingenieur gerade gesagt. Okay, das ist natürlich perfekt. Ja, und das sieht man auch. Er ist wirklich deutlich langsamer, locker vorbei am Red Bull. Und das ist Platz 2 für uns. Ja, und wir kommen auch so langsam, aber sicher an Hamilton ran. Also er ist auch wirklich sehr, sehr schnell. Er ist auf jeden Fall nicht viel langsamer als wir. Aber wir hauen hier ab und zu mal so einen schnellsten Sektor raus oder so. Das heißt, wir holen auf jeden Fall auf. Aber ja, nicht allzu viel. Ah, komplett verbremst. Oh, schnellste Rennrunde jetzt sogar. Okay, das ist sehr gut. Okay, der Regen soll in 15 Minuten aufhören, hat er gerade gesagt. Das ist ganz schön lange. Das habe ich nicht gedacht, dass es so lange regnen wird. Weil am Anfang auf diesem Strategiebildschirm hatten wir nur zwei Felder sozusagen, die mit Regen waren. Also das ist immer ein bisschen unlogisch, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Weil jetzt im Regen haben wir auf jeden Fall ordentlich Pace. Und man sieht jetzt auch schon richtig, wie wir an Hamilton rankommen. Oh, wieder schnellste Rennrunde. Jetzt sind wir wirklich direkt hinter ihm. Also mal sehen, ob wir eventuell in dieser Runde hier schon was machen können. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Und ich finde es auch krass, wie gut wir beiden uns vom Rest des Feldes absetzen können. Also das ist ein bisschen seltsam. Die sind nämlich jetzt erst in der ersten Kurve, wie ihr sehen könnt. Aber konzentrieren wir uns lieber wieder hier drauf. Wir sind jetzt direkt hinten dran am Mercedes. Wir müssen eigentlich nur hier in den ganzen Kurven so nah wie möglich an ihm dranbleiben. Und dann können wir gleich auf der DRS gerade was machen. Natürlich haben wir kein DRS, weil es regnet. Aber da ist die beste Überholmöglichkeit auf jeden Fall. Ja, mal sehen. So nah dran waren wir auf jeden Fall noch nie. Wir sollten auch so langsam aber sicher im Windschattenbereich sein, sag ich mal. Mal sehen. Ja, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen ran. Aber diesmal wird es noch nicht reichen. Mal sehen. Vielleicht jetzt, wenn wir hier eine bessere Linie fahren durch die zweite Kurve. Nee, es ist wirklich, wir sind zwar vielleicht insgesamt schneller, ja. Ja, eventuell jetzt sogar. Wir sind sehr gut rausgekommen aus der zweiten Kurve dort. Innen vorbei an Lewis Hamilton. Ah, nee, da bleibt er nochmal vorne. Alter, was für ein Battle. Holy shit. Ja, was ich gerade schon sagen wollte, es gibt so Teile auf der Strecke, da ist Hamilton deutlich schneller. Wie zum Beispiel hier im Mittelsektor. Und es gibt so Teile, da sind wir ein bisschen schneller. Also das gleicht sich so ganz gut aus, aber das ist auch ein bisschen ärgerlich, weil dadurch bekommen wir nie wirklich eine Chance. Aber mal sehen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir da vorbeikommen, hoffe ich zumindest. So, komm jetzt aber sehr, sehr guter Ausgang hier aus der Haarnadelkurve, das muss es doch jetzt mal sein, komm schon. Wir werden sehr gut rankommen im Windschatten, das fette Gemisch ist auch schon an. Innen vorbei, hier in diesem kleinen Knick an Lewis Hamilton. Oh, er ist sehr, sehr langsam auf der Gerade. Vielleicht hat er irgendein Problem, keine Ahnung. Jetzt nur noch rechtzeitig anbremsen für die Wall of Champions-Schikane hier. Und dann ist das die Führung für uns. Ich hoffe, dass wir uns jetzt so ein bisschen absetzen können von Hamilton. Weil ich denke, dass die auf jeden Fall alle ordentlich schneller sein werden als wir, wenn es dann trocken wird später im Rennen. Also, ja, ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir uns absetzen. Oh, dass irgendwas passiert in der Schikane. Okay, was ging hier ab? Ich habe das nur auf der Karte gerade so ein bisschen gesehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Oh, die fahren zu dritt nebeneinander in die Schikane rein. Dann kann das so gut wie nichts werden. Okay, so krass war das aber auch nicht, wie es ausgesehen hat. Okay, nochmal Onboard mit Pascal Wehrlein, der hier so ein bisschen das Opfer war. Aber das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe im Qualifying. Das Feld ist wirklich unfassbar eng beieinander. Und ja, dann passiert sowas natürlich leicht. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Autos hier auf einem Fleck sind, das ist richtig krass. Und ja, das entsteht nur dadurch, dass eben alle ähnlich schnell sind, sag ich mal. Okay, wir sind nicht mehr weit weg von Slick-Bedingungen, hat er gesagt. Das kommt mir nämlich auch so vor, weil die Strecke sieht schon so ein bisschen trocken aus, als noch vor ein paar Runden. Also mal sehen, das könnte das Rennen dann entscheiden. Was laber ich? Also wir müssen gleich auf Slicks wechseln und die Frage ist, auf was man dann wechselt. Das könnte das Rennen entscheiden, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Ultrasofts zum Beispiel das ganze Rennen noch durchhalten dann. Ich schätze mal, wir werden auf Supersofts wechseln. Aber mal sehen, das hängt auch davon ab, wie schnell das jetzt abtrocknet. Aber das wäre jetzt richtig geil, wenn die KI nochmal auf Intermediates wechselt.
Das würde ich denen zutrauen. Das hatten wir schon so ein paar Mal. Und das würde uns das Rennen natürlich endgültig jetzt schenken, sag ich mal. Aber, naja, okay, so dumm sind die dann hoffentlich auch nicht. Obwohl ich nichts dagegen hätte. Okay, die Strecke ist jetzt mittlerweile so gut wie trocken. Also ich schätze mal, dass wir in 2, 3, 4 Runden vielleicht schon auf Slicks wechseln können. Und dann wird es richtig interessant. Oh, Hamilton stoppt! Oh mein Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf Inters wechseln wird, weil noch ist die Strecke nicht bereit für Slicks. Willst du mir wirklich erzählen, dass die das machen? Ich habe das vorhin nur so gesagt, aus Spaß mehr oder weniger. Wechselt auf Intermediates. Okay, hau rein, Hamilton. Ja, obwohl, man muss natürlich sagen, die Intermediates, die wir jetzt haben, sind natürlich schon ziemlich tot. Aber er wird jetzt nie im Leben auf seinen Intermediates einen ganzen Boxenstopp wieder aufholen. Das glaube ich nicht. Und Rosberg stoppt auch. Alles klar. Ich glaube, alle haben sogar gestoppt, weil diese Überrundungen hier vor uns sind gar nicht mehr so weit weg. Ja, tatsächlich. Alle mehr oder weniger. Fast alle haben gestoppt und wechseln nochmal auf Intermediates. Das glaube ich nicht. So langsam machen mir die Reifen aber Sorgen. Also wenn das noch lange dauert, hier mit dem Trockenwerden, dann haben wir ein Problem. Eieiei, was machen die da vorne? Ich habe das die ganze Zeit so beobachtet gerade. Ich habe mir schon gedacht, dass die was Komisches machen. Das war tatsächlich sehr, sehr komisch. Okay, Runde 22 und wir sind bei fast 70% mit diesen Reifen. Also... ja, das dauert so lange, bis es abtrocknet. Es regnet schon seit gefühlt 8, 9 Runden nicht mehr. Aber ja, es ist immer noch nass und das ist nicht gut. Aber wir sind halt trotzdem fast schneller als Hamilton eigentlich. Er ist ungefähr 18,3 Sekunden hinter uns die ganze Zeit. Oh. Jeff, bitte erlöse mich. Ja, er erlöst uns. Okay, wir dürfen diese Runde, oder wir sollen diese Runde auf Supersofts wechseln. Und das heißt, die Strecke ist bereit, Leute. Und das ist gut, weil lange wäre das nicht mehr gut gegangen auf diesen Reifen. So, rechtzeitig stehen bleiben hier bei dieser Boxeneinfahrt. Das ist eine der schwersten Einfahrten der ganzen Saison, weil man halt mit 360 da ankommt von dieser langen Gerade. So, hoffentlich jetzt guter Stopp von unseren Jungs. Komisch, ah ja, 1,9, das ist sehr, sehr gut. Komischerweise stoppt niemand anders, aber ich meine, Jeff hat uns gesagt, dass wir stoppen sollen. Von daher muss das eigentlich jetzt richtig sein. Wenn nicht, dann, Jeff, dann haben wir ein Problem, mein Freund. Er sagt mir, one stop left. Alter. Alter, wenn das jetzt ein Fehler war. Hamilton ist direkt da. Gelbe Flagge da vorne. Gutierrez ist draußen mit einem Motorschaden. Ja, es ist zu rutschig. Okay, Virtual Safety Car. Das wird uns ein bisschen Zeit geben. Aber es ist zu rutschig für Softs. Für fucking Slicks. Mann, Jeff, du bist ein Wichser. Ich glaube das gerade nicht. Er hat gesagt, wir sollen auf Supersofts wechseln. Nee, komme ich nicht drauf klar. Ja, Hamilton ist direkt hinter uns, der wird uns in 2 Sekunden überholen, weil die Softs... Mann, was habe ich mit meinen Softs? Die fucking Slicks sind zu rutschig. Oh. Okay, aber wir haben immer noch sozusagen einen Stop-Vorsprung, ne? Weil Hamilton muss früher oder später auch reinkommen. Und wir sind trotzdem vor ihm, also ja, das ist das Gute, aber... ja, sonst ist hier gerade nicht viel gut. Ey, das fuckt mich echt ab. Ich meine, er hat gesagt, dass wir stoppen sollen. Ja, hau rein. Alter, man kann nicht fahren... Mann, Jeff, du... ich komme da gerade nicht drauf klar, ne? Er hat uns... Wenn wir diesen Sieg jetzt dadurch verlieren, dann bin ich nicht glücklich. Jetzt ohne Scheiß. Ich fühle mich echt gerade ein bisschen verarscht, weil... ja. Nee. Wow. Warum sagt er, dass wir wechseln sollen, Mann? Da kommt Hamilton. Ja, ja. Ey, ich weine gleich, Mann. Hamilton hat schon so einen riesen Vorsprung. Und das nach 2, 3 Kurven, ey. Ja, da kommt Rosberg auch. Den werden wir nicht halten können hier in der Schikane, weil... ja... ja, nee. Also ich find vieles lustig, ne? Aber das fuckt mich einfach ab, weil was ist denn das? Ja, da kommt Ricciardo auch. Ja. Oh mein Gott. Nee, das fuckt einfach ab. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben das Rennen mit 20 Sekunden Vorsprung gewonnen. Dann sagt der Hurensohn, dass man stoppen soll, aber es ist noch nicht Zeit für fucking Slicks. Was ist denn das? Oh meine Fresse, ja. Ja, man hat keinen Grip auf dem Scheiß, Mann. Was soll ich machen, Alter? Ja, dann... nee. Nee, echt. Das nimmt mir gerade so richtig die Lust an diesem verfickten Spiel. Was... ja, ich glaube das einfach nicht. Oh, Vettel ist draußen. Okay, ja, es juckt mich halt eigentlich überhaupt nicht gerade. Da kommen die Renaults jetzt auch. Ja, man kann nicht bremsen. Es geht nicht. Es geht nicht. Nee, komm, geh weg, Magnussen. Ja, ich will das auch gar nicht. Nee, fuck off. Okay, hier haben wir das Ergebnis. Ja, nicht, ich will dazu. Das ist ein Witz einfach. Mehr, ich kann dazu nichts mehr sagen. Das ist ein Bullshit. Okay, Ressourcenpunkte. Dann der Scheiß.
was, ich weiß nicht. Ich fühle mich halt gerade richtig verarscht, so, weil wir hätten, ich habe halt alles gemacht, was man machen kann. Wir hätten das Rennen gewonnen, wahrscheinlich. Dann, ja. Okay, Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Baku, der besten Strecke der Welt. Haut rein.